Es ist ein Stück, das spielt in den Bergen. Der Berg ist im Grunde das Szenario. Es könnte auch ein anderes sein, glaube ich. Aber was an den Bergen natürlich gut ist, es ist eine sehr ausgestellte Situation. Man ist sehr auf sich gestellt. Vor dem Hintergrund dieser Landschaft, die jetzt erstmal wenig Schutz bietet, wenig Geborgenheit bietet, werden natürlich zwischenmenschliche Situationen, Konflikte besonders deutlich herausgestellt, zumal man sich in Situationen befindet, die ja erstmal auch mit Unsicherheit, mit Vertrauen aber auch zu tun haben und ja, wo man sehr auf sich gestellt ist. Und hier treffen sich halt drei Bergsteiger, über die wir jetzt wenig mehr wissen, außer dass sie Bergsteiger sind. Aber es sind Menschen unterschiedlichen Alters. Da kommt es auch zu Konkurrenzsituationen. Es sind erst zwei, dann kommt auch einer dazu. Also da ist Konfliktpotenzial. Aber es gibt so eine Entwicklung über das Stück, die dann eigentlich größere Fragen immer wieder aufmacht und wo man auch, ich finde, aus so einer Kälte, die man am Anfang vielleicht da hat, doch so eine Entwicklung hin zu einer Weisheit entsteht und nochmal einen anderen Lebensüberblick so erzählt. Für mich ist es aber auch ein Stück, wo es um die Frage geht, wer bin ich eigentlich oder wie sehe ich mich? Und das finde ich sehr spannend in einer Zeit, wo es sehr stark um Identität geht, wo es sehr stark um Repräsentation geht, also Fragen, die jetzt nicht nur im Theater oder im Film eine große Rolle spielen, sondern gesamtgesellschaftlich natürlich. Und in diesem Stück geht es darum, also sich selber sozusagen auch immer wieder zu präsentieren als der, der man ist. Ich denke dann, ja, das ist interessant, also weil natürlich das an sich erstmal nichts bringt, wenn ich nur sage, wer ich bin oder wozu ich gehöre, also jetzt zu den Bergsteigern. Interessant wird es im Grunde erst dann, wenn ich das konfrontiere mit anderen Positionen, mit anderen Identitäten. Also die Behauptung einer Identität ist erstmal nicht so gewinnbringend. Und das merkt man dann, wenn man in den Bergen steht. Dann ist die Luft wahrscheinlich auch dünn, also das müssen wir uns vorstellen, das ist ja hier nicht so. Und das sind alles so Rahmenbedingungen, die natürlich eine besonders intensive Situation begünstigen. Ich glaube, es ist ein sehr lustiges Stück, weil es auch wirklich sehr tragisch ist. Also lustig, so wie es halt sein kann, wenn etwas tragisch ist oder umgekehrt.